Und deshalb würde ich Ihnen gerne nun einen Herrn vorstellen, der als wahre Koryphäe auf dem Gebiet Shakespeares. Er hat an der Uni Siegen studiert, wo er meines Wissens zwei ganze Bücher über Shakespeare gelesen hat. Also bitte begrüßen Sie nun mit einem großen Applaus Jakob Patrick Melchior. Eine glorreiche Zukunft. Eine Zukunft, in der männliche Männer voller Stolz rosa Krawatten tragen. Eine Zukunft, in der man dies Buch in jedem Hotelzimmer der Welt im Nachttisch findet. Das ist mein Traum. Meine Damen und Herren, wo können wir unsere Entdeckungsreise durch sämtliche Werke des größten aller englischen Dramatiker besser beginnen als im italienischen Verona mit einem seiner bekanntesten Stücke, Romeo und Julia. Natürlich wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, das komplette Stück mit nur drei Schauspielern darzustellen. Darum machen es bei uns halt nur zwei. Ja, Sie haben richtig verstanden. Annabelle und Rebecca werden versuchen, sämtliche Hauptrollen aus Romeo such dir Händel, mein Herr. Händel, Herr. Nein, mein Herr. Ach, aber wenn ihr sonst Händel sucht, mein Herr, ich bediene einen ebenso guten Herrn wie ja, ihr. Aber keinen besseren. Jawohl, einen besseren. Ja, Elektro 220 Grad, Umluft 200 und schon 40 Minuten später haben Sie eine fertige, herrliche Menschenkopfpastete. Diese hier habe ich natürlich einmal rechtzeitig vorbereitet. Ja? Mit, Überraschung vom Küchenchef, Damenfingern als Dessert. Na, wer von Ihnen möchte dieses köstliche Abendessen einmal probieren? Ja, mach hier irgendwer. Schmeckt super, ja. Hey Leute, hallo, das geht doch nicht. Nur weil wir weiß, dann heißt es doch noch lange nicht, dass wir das Spiel nicht spielen können. Also, ich hab doch noch eine Idee. Nein, Nina, du bist raus. Aber du bist raus. Die Story von Othello, das war eine geile Nummer. Der liebte weiße Weiber, der liebte roten Hund. Aha, yeah. Und dann war da noch der Iago, der wurde ziemlich eklig, denn er hasste Othello und den Mohren von Venedig. So freuen an sich Othello, die schöne Desdemona. Weiß war er im Krieg und ihr Loch ohne Bewohner. Nichts. Ihr Bett braucht keinen Schoner. Denn ihr Loch hat verlassen das Haupt. Weg, Bett, dein Arsch ist aus dem Ring. Drum hört, kein Paar bekam so rasch und schnell sein Fett für seine Schurkerei wie Herr und Frau Macbeth. Hallo, Anna, bitte damit aufhören. Also irgendwie, nee. Irgendwie hast du die bizarre Vorstellung, dass sämtliche tragischen Shakespeare-Heldinnen scheiß Perücken tragen und die Leute ankotzen, bevor sie sterben. Nee. Die etwa um 166 Zeilen länger ist als die zweite Quartedition von 1645.